Und damit sage ich herzlich willkommen zu Build Battles, einer weiteren Aufnahme. Ach, du nimmst auf! Aber jetzt! Wirklich? Mit dem lieben Dodo rein und dem lieben kleinen Schmelfinchen. Dem gemeinen kleinen Schmelfinchen. Hallo. Wie baut man da bitte schon einen Weißkopfseeadler? Das ist gar nicht so schwer. Adler mit einem weißen Kopf. Ich weiß das nicht mal, wie das Vieh aussieht. Nein, Leute, ich habe jetzt gerade nicht gegoogelt, wie ein Weißkopfseeadler aussieht. Wahrscheinlich auch noch so ein Pixelart davon gesehen, damit du. Hab ich erst gegoogelt, aber das gab's leider verstehen, wenn ihr mich schlecht bewertet, ohne Scheiß. Das, obwohl ich im Internet nachgeschaut habe. Ach, verdammt, ich habe nicht mal das Gesicht geschafft. Was ist das? Richtig komisch aus, Mann. Alter, sieht das geil aus. Boah! Saga, dein Ernst? Sieht richtig komisch aus, ne? Wie konntest du sowas bauen? Das sieht richtig komisch aus. Ja, wie kommst du auf die Idee, sowas zu bauen, ne? Ich habe nicht mal das Gesicht geschafft. Aber es ist die gut. Ganze Zeit beim Cup war vergammelt. Na ja, ihr werdet gleich euch Schrott lachen. Oh Mann. Das bin ich, um ehrlich zu sein. Du. Bestimmt ein Pixelart. Das ist eher eine Möwe, ja. Aber okay. So. Der Schnabel ist ein bisschen gewöhnungsdürftig und wieso hat der vier Flügel? Aber ansonsten. Okay. Achso, ich habe gar nicht gewertet. Eigentlich ganz okay. Nein. Naja, es ist alles besser als meins. Als meins. Oh Gott. Oh Gott. No. Knuffig. Ich kann's halten. Nee, das ist so ein scheiß Thema. Ich geb jetzt Legendary, um das von gerade wieder gut zu machen. Oh. No. Schleimer. Irgendwie ist er nicht fertig geworden, kann das sein? Nee, das ist ein Pinguin. Wo ist der Kopf? Wer wählt der Kopf? Ja, das war klar. Hey, also, ich bin Dritte! Wir dominieren die Liste! Mit einem nicht mal fertig gewordenen Weißkampf-Seeadler. Oh Mann. Bitte. Verdammt! Streitpistole! Was? Ja, natürlich! Strahlenpistole, hä? Was kriegen die für Zähne? Soll man einen Laser oder so machen, oder was? Nee, halt eine Strahlenpistole. Ich habe nie behauptet, dass ich eine Strahlenpistole gut bauen kann. Nee, hast du auch nicht. Nee. Das haben wir dir auch nie zugetraut. Danke. Das wird trotzdem bei ihr geil aussehen. Oh ja. Nein. Sie wird jetzt wieder sagen, oh Gott, sieht das scheiße aus. Und gleich stehen wir da und denken, oh, what the fuck? Ja.
sogar du! Ach, hi! Ich guck sogar so rüber und denk nur so, ah, du kannst gleich was richtig Gutes. Als ob, ne? Das Ding. Geh weg. Geh weg. Ist doch gar nicht so schlimm, was du gebaut hast. Naja. Okay. Und die Bewertung. Gott, sieht das dumm aus. Oh Gott. Sieht das dumm aus. Okay. Du schreckst ja da gerade die Zunge raus. Okay. Naja, aber ich finde, bei sowas ist immer schön, dass sie sich was dabei gedacht haben, aber das eigentliche Thema haben sie eigentlich überhaupt nicht bearbeitet. Das meinte ich ja, so Ringe waren da auf diesem Bild drumherum. Mhm. Nee, das ist bestimmt aus irgendeiner Science-Fiction-Serie. Ja. Er wird erschossen. Und wer betätigt die Waffe? Ja, vor allem wo rein, bitte. Wer betätigt die Waffe? Kannst du mir das mal bitte sagen? Selbstauslöser? Ach da. Das sieht mega aus. Richtig okay. Geil. Was ist das? Was? Ach, das unten ist so eine Stütze dran. Ich geb okay. Ja, das unten habe ich schon verstanden, aber wo bedient man die? Jetzt habe ich vergessen das zu loten. Das war der Arm. Okay. Das erkenne ich nicht. Ja, verstehe ich auch nicht, ich gebe super Poop. Ja. Ja, vielleicht ein Laserschwert sein oder so. Wieso regnet das? Das finde ich. Weil eklig. Okay. Ja, Leute, ich habe gerade eklig gesagt. Nicht episch, sondern eklig. Ich mag Regen. Mag diesen Regen auch so gerne. Ja. Ich dachte gerade kurz, wir sind beim Thema Ameise. Dachte ich. Ja, dachte ich auch. Ihr müsst wissen, wir haben gerade schon mal gespielt und da hatten wir nämlich das Thema Ameise. Stille. Absolute Stille. Ich finde die gut, das habe ich dir aber auch schon gesagt. Ja, aber ich finde das, find das so geil. Man kommt auf ein neues Terrain und auf einmal komplette Stille. Vorher immer irgendwas gesagt. Wieso schießt das mit Diamanten? Das finde ich super cool. Ja, und warum trifft es nicht mal das Ziel? Dann hätten sie die Scheibe noch einmal nach rechts stellen können. Ich hab es doch gesagt. Sieht aber echt geil aus. Bettini hat das einfach noch hochgeholt. Ach, Bettini, du bist sogar Zweite. Ja, gar nicht. Doch. Nein. So, Leute, jetzt kommt noch einmal die letzte Runde und das auf Mindplex. Das bessere Themen. Natürlich! Chicken. Es gibt bessere Chicken. Themen und dann kriegen wir Chicken. Oh Mann. Oh, Alter Mann, die haben heute alle was gegen mich. Tick, tick, chicken. Chicken, chicken, chicken. Okay, wie mache ich das? Chicken, chicken. Mache ich so. Ja, so. Ich mag das Thema. Er ist ein Hühnchen, so wie du. Auch nicht, was ich baue. Das sieht auf jeden Fall weiß aus. Mehr sage ich nicht. Aber Chicken heißt ja nicht, dass es ein Huhn sein muss. Es kann auch ein Hahn sein, oder? Ja. Ja.
gerade geschrieben, dass sie nichts mehr sagt, weil ihr Vater hochlädt. Okay. Ist das dein... Nee. Sowas, ne? Ohne Witz. Es ist anscheinend cool. Ist er schon fertig. Das ging ja schnell. Ja. Aber was soll hier bitte in die Luft fliegen? Hier war kaum was in die Luft fliegen konnte. Das ist genauso mein Eiser Bleeding. Für die Zeit ist es einfach zu wenig. Gerade ist eine Aufnahme. Ja, also ich finde auch, das ist auch zu wenig. Hallo. Ich finde auch, das ist definitiv zu wenig. Hallo, Suruka. Guten Tag. Also, so wie die momentane Sachlage ist. Ist der liebe Suruka. Also, es geht ja eigentlich gar nicht. Willkommen in der Aufnahme. Ach so, ja. Hallo. Das ist toll, wenn Leute einfach so in den Raum reingehen und Hallo zu sagen. Ich finde das. Oh Gott! Ja. Nein! Scheiße, Dodo, sag doch was! Ich hab nur mehr gegeben. Ich hab nur schlechte Bewertung. Alter, wer gibt denn da mal Elsa Bleeding? Es tut mir leid! Das ist mal Elsa Bleeding. Ich hab überhaupt nicht drauf geachtet! Ich hab aus Versehen Dodo Steine geschenkt. Einfach so schauen, so. Naja, nee, sieht nicht gut aus. Mein Elsa Bleeding. Meins muss auch in die Luft gesprengt werden. Das aber wenigstens ist ehrlich. Das ist okay. Wirklich mal Eis. Okay, meine Challenge für heute ist, dass mein Hühnchen bitte nicht in die Luft fliegt. Ja, meins bitte auch nicht. Ich will nie, dass meins in die Luft fliegt. Wenigstens ehrlich. Ich glaube, das ist Chironaya. Das könnte wohl. Voll niedlich. Okay, gut, das ist definitiv das? Von ihr. Ja, das ist ihr. Sie hat nämlich mehr in der Hand. Du hast mehr gegeben, wenn du sagst, das sieht toll aus. Nee, ich hab rumgezwitscht. Achso, okay. Glaube ich. Ich schätze, ich weiß ja nur, auf was ich gedrückt habe. Nein! Was denn? It's okay. Ich muss mehr auf Wert achten. Ich gebe mehr. Suruka, hast du irgendwas, was ich nachher verlinken kann? Hä? Ja. Was denn? Ich hab einen Twitter-Account. Good. Das finde ich gut. Ich finde das super. Ich finde das. Was? Aber das ist dein. Ich wette, das ist einfach ihrs. Hättet ihr mir vorher gesagt oder hätte ich vorher das gewusst, dass ihr jetzt in der Aufnahme seid? Ich wusste, seid. Dass es ihrs ist. Ich habe amazing gesehen. Ja. Dann wäre ich vielleicht auch schon früher gekommen und hätte ich jetzt ein LOL-Match gestartet. Das ist gar nicht. Doch, ist es. Das ist Chironaya. Scheiße, ich hab das. Oh nein. Nee, ganz ich gut. Das It's okay Bay oder genommen. Gut, ich weiß noch nicht. Ich hab Ignite genommen. Ich. Ihr warte, denkt, dass das meins ist. Wie oft wollt ihr eigentlich noch sagen, dass es meins? Du hattest einen pinken Hals. Also, wieso hat das eher gesagt, da keine Federn? Oh. Du bist jetzt hier in der Aufnahme, wenn du redest. Das ist meine Mutter. Genau. Ja, alles klar. Oh, komm, High five. Das ist nicht in die Luft geflogen, Leute. Geil. Du hast die Challenge gewonnen. Ja, ich bin viel, natürlich. Oh, ich bin vierte. Krass, ich bin nicht mal letzte. Was? Achso, es ist noch Zeit. Ja, Dodo ist nicht letzt. Hallo. So, Leute, da würde ich mal sagen. Ich die Hand von meiner Schulter wegnehmen, dankeschön. Vielen Dank fürs mit dabei sein. Ein Schmelfin, Dodo und Suruka. Die sind natürlich alle unten verlinkt. Schaut doch mal bei denen vorbei. Und damit sind wir schon in der Endcard angelangt. Oben links seht ihr verlinkt. Und zwar einmal meine neue Serie To the Moon. Worum es geht, ist ganz einfach. Man will den letzten Wunsch eines sterbenden Mannes erfüllen. Und darunter einmal Nihilumbra ist ein Projekt, da spielt man ein kleines schwarzes Wesen, womit man Abenteuer bestreiten muss. Auf jeden Fall sehr lustig. Beides ist natürlich noch am Laufen. Drückt doch einfach mal drauf, dann kommt ihr gleich zur ersten Folge. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Und dann noch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald. Ciao!